Am 8.12. fand der bundesweite Warntag statt. Viele wurden vor allem durch die Nachrichten auf ihren Telefonen darauf aufmerksam. Punkt 11 Uhr erklang der Alarm bzw. bundesweit die Sirenen, Fernsehsender schalteten auf Sondersendungen. Mit dem bundesweiten Warntag sollen Szenarien und Abläufe im Katastrophenfall getestet werden. Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Lackwar sieht es als wichtig an, einen solchen Warntag durchzuführen, um eben solche Informationsketten und Abläufe zu testen. Der bundesweite Warntag ist ein sehr wichtiger Tag, um das Ereignis Katastrophe, Warnung ständig in Erinnerung zu halten. Gleichwohl, wir sind froh und hoffen auch darauf, dass wir Katastrophen weit weg haben und keiner gegenüberstehen, wo wir sofort handeln müssen. Wir sehen es beim Hochwasser und von der Gemeinde war es 2002 und 2013. Dort waren die Leute sehr engagiert. In der kurzen Zeit 2013 sogar mit Erfahrung sehr dicht dran. Sobald aber solch ein Ereignis weit wegrutscht, sind auch die jeweiligen Handlungen außer Betrieb. Demzufolge ist so ein bundesweiter Warntag immer sehr gut, um Leute wieder erinnern zu rufen, was muss ich tun. Durch die Erfahrungen mit den Hochwassern hat sich die Gemeinde Bennewitz gut aufgestellt. Unter anderem wurden Deiche gebaut. Dennoch gibt es weiter Bedarf, um sich vor Katastrophen verschiedener Art zu schützen bzw. darauf vorzubereiten. Die Vorgaben, die man hier dieses Jahr gestellt hat, sind teilweise sehr gut aufgegangen. Die Handys haben funktioniert, selbst meins. Ich konnte meins gar nicht mehr ausschalten. Ich habe zwei SIM-Karten, auf beiden funktionierte es hervorragend. Auch der Ton ist so, dass man es ausschalten muss. Perfekt, kann ich nur sagen. Im Fazit aller, die in der Gemeinde angestellt sind, ging es nicht auf jeden Handy. Auch diese Ursache ist zu analysieren, ist heranzuziehen und zu sagen, warum. Die Sirenen funktionierten hervorragend, sodass auch der Ton überall da ist. Gleichwohl, die neuen Sirenen sind in der Gemeinde Bennewitz noch nicht aufgebaut. Die Sprachansagen konnten noch nicht durchgeführt werden, so dass man auf das direkte Ereignis nicht aufmerksam machen konnte. Fazit: Der bundesweite Alarmtag ist ein sehr guter Tag, um zu analysieren, funktioniert es, um die Menschen in Erinnerung zu halten, um alle mitzunehmen, auf solche Katastrophen wie Hochwasser, Waldbrand oder anderen immer Vorsorge getragen zu haben. Auch in der Stadt Wurzen funktionierten die Abläufe. Oberbürgermeister Marcel Buchter sieht dennoch einen wichtigen Punkt, bei dem Optimierungsbedarf besteht. Im Vergleich zu dem Bundeswarntag, der vor 2 Jahren stattfand, wo man ja festgestellt hat, okay, viele Dinge funktionieren tatsächlich noch nicht so, lief das gerade hier im Wurzner Bereich super. Die Sirenen haben funktioniert, die elektronischen Meldungen über die Handys haben funktioniert. Klar, es gibt Telefone, die einfach aufgrund des Alters teilweise noch nicht so eingebunden waren, weil das System auch noch nicht komplett ausgerollt ist. Aber insgesamt muss man sagen, wurden alle Alarmierungen durchgeführt und auch die Entwarnungen sind entsprechend sozusagen rausgegangen. Und während ich gehört habe, dass es bei manchen Feuerwehren in anderen Regionen Schwierigkeiten gab, ist bei uns sozusagen alles angekommen und entsprechend die Einsatzfähigkeit hergestellt worden. Also von daher können wir da sehr zufrieden sein, wenngleich es sowohl bei der Sirenenerkennung immer noch einen Bedarf gibt, sozusagen das Bewusstsein herzustellen, okay, das ist jetzt eine Sirene und was bedeutet die eigentlich? Und zum anderen auch zu gucken, welche Konsequenzen hat das? Also wie muss ich denn als Bürger tatsächlich handeln, wenn so ein Alarm passiert? Weil jetzt war es ja natürlich auch durch die mediale Vorberichterstattung schon so, dass man ja irgendwie eingestellt war, ja, da kommt jetzt was, ich muss eigentlich nichts machen, aber was passiert tatsächlich im Ernstfall? Und da haben wir definitiv noch einen ordentlichen Bedarf, dort weiter zu sensibilisieren. Unterschiedliche Warntöne weisen auf verschiedene Katastrophenszenarien hin. Wenn auch die Benachrichtigungen gut funktionierten, kann beim Umgang damit im Ernstfall noch einiges verbessert werden.